Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Wetter und dem dazu passenden Video heute am Donnerstag, den 27. April 2023. Ja, wir haben 19 Grad, genau 7 Uhr und 23. Und hier ist schon richtig wieder Betrieb. Und wir sind vor dem Sonnenaufgang hier. Ja, erstmal den Überblick hier bekommen. Ja, da vorne wird es schon heller über den Dünen heute. Ja, und die ersten Gäste sind auch schon wieder im Wasser. Ja, so sieht es hier am Morgen aus, um 7.24 Uhr. So, die Polizei kümmert sich um ein Auto, das da steht. Ja, und wir haben wieder richtig schöne Wellen. Ja, zu den Veranstaltungen. Heute Donnerstag, Lucky-Tag, Treffpunkt. Können wir uns unterhalten, wenn ihr möchtet. Larifari-Bar in der La Sandia um 20 Uhr. Und dann gibt es auch Live-Musik und die guten Getränke von der Dine, die macht die beste Sangria in Weiß oder in Rot. Freitag, 16 Uhr am Leuchtturm. Ich habe da schon wieder Verabredung. Kommen wieder angemeldete Gäste. Freue mich drauf. 16 Uhr am Leuchtturm am Faro. So, und jetzt schauen wir erstmal der Sonne entgegen. Und beim Sonnenaufgang gibt es einen besonderen Gruß heute. Aber es dauert noch ein bisschen. Offizieller Sonnenaufgang ist eigentlich jetzt. Die Wetterdaten. 7.25 Uhr Sonnenaufgang, 20.33 Uhr Sonnenuntergang. Das ist jetzt alles ein bisschen verzögert, weil wir hier ein kleines Wolkenband noch haben. Ja, wunderschön der Morgen, jetzt hier spazieren gehen zu dürfen. Tiefstwerte heute Nacht waren 16 Grad, Höchstwerte, jetzt kommt die Sonne langsam durch, Höchstwerte um die 28 Grad. So, ihr seid jetzt offiziell dabei beim Sonnenaufgang hier auf Gran Canaria am Strand von Maspalomas. Um eine Minute verzögert, da wir das Wolkenband da haben und jetzt steigt sie auf. Ja, was für Farben jetzt gerade. Ja, und zum Sonnenaufgang einen Gruß und der geht jetzt ganz weit weg. Dieser Gruß geht erstmal an die Efi aus Berlin. Die Efi aus Berlin, ihr kennt sie, wir kennen sie hier live und ihr kennt sie aus den Kommentaren. Und die Efi ist zurzeit bei der Familie in Amerika, beziehungsweise jetzt gerade in Texas, in El Paso, bei Freunden. Ja, Efi.
dann wünschen wir dir, deinen Freunden und deiner Familie einen wunderschönen Tag, einen schönen Aufenthalt. Und ihr habt auch 28 Grad, hast du gestern geschrieben in den Kommentaren. Also, wir haben ähnliche Temperaturen. Ja, die Gezeiten noch. Hochwasser ist um. Ja, eigentlich hatten wir Hochwasser. Und Niedrigwasser ist um 13.10 Uhr. Hochwasser war um 7.12 Uhr. So, ich schaue auch mal in die andere Richtung. Auch schöne Farben hier. So, mit ein bisschen Zeitverzögerung seid ihr mit dabei, der Sonnenaufgang am Strand von Maspalomas. Ja, wenn man sowas sehen will, muss man schon ein bisschen früher aufstehen. Aber für mich kein Problem. Ist das schön, auch jetzt gerade die Wellen hier mit dabei. Ja, ein ganz anderes Farbspektrum jetzt am Morgen mit den mit der Sonne, mit der aufgehenden hier und die sich brechenden Wellen. Ja, was soll man da groß sagen? Kann man gar nichts sagen.
einfach nur genießen. Ja, spanisches Festland, da ist es im Moment richtig heiß. Sevilla bis 39 Grad, habe ich gelesen. Also können wir hier gut zufrieden sein. Schaut euch diese Wellen jetzt wieder an. Ja, ich laufe jetzt hier im nassen Sand und das ist ganz schön anstrengend. Tja, was für ein Anblick hier. Ja, ich bin noch da, keine Angst, aber es ist gerade so schön und so still. Ja, die Versuchung ist zu groß, einmal kurz nach dem Sonnenaufgang auf der Düne zu stehen. Und deswegen werde ich das aber prompt ausnutzen. Tja, hier geht's ganz schön steil nach oben. Aber entschädigt wird man immer durch den wunderschönen Blick. Ja, ich war heute Morgen nicht der Erste, nein, oder bin nicht der Erste. Schön, einfach nur schön hier.
Ja, wunderbar. So, und jetzt der gerade gestartete Sonnenaufgang hier. Schön. Ja, die paar Meter hier nach oben, die lohnen sich immer wieder, außer wenn es viel Wind hat. Aber ansonsten durch den Weitblick, den man hat, man sieht ja auch die Baumgrenze da hinten. Ja, es ist schon schön. Und für die, die jetzt nicht teilnehmen können, live in Natur, für die mache ich das Video, vielleicht auch die Vorfreude auf den nächsten Besuch, man liest es ja in den Kommentaren. So sind wir wieder am Faro. So was Traumhaftes hier auf so wenig Quadratmetern, so eine Vielfalt. Die Berge, der Strand, die Dünen. Ist schon was Besonderes. Ja, dann gehen wir auch wieder abwärts. So, und da lassen sich jetzt gerade auch die Möwen nieder, auf der anderen Düne da drüben. So, der Angler, der hat was. Die Angel biegt sich. Mal schauen, was er da rausholt. Er macht das ganz vorsichtig.
Ja. Was Großes ist es nicht. So ein paar Wäldchen da vorne, kommen die denn her? Ja, heute Treffpunkt Luki, das freut mich wieder dann auch die Menschen aus dem Kanal mal persönlich zu treffen. Und so kommen dann auch immer wieder viele Ideen, Anregungen zustande. Den Treffpunkt habe ich für euch eingerichtet. Und ebenfalls am Fahrer, am Leuchtturm. Für mich viele gute, nette Erfahrungen. Ja, das ist sonst ja die Zeit, wie ich eigentlich sonst normal unterwegs bin. Und man kann es immer noch als Sonnenaufgang bezeichnen. Schaut euch an, wie schön die Wellen jetzt hier reinkommen. 3, 4 hintereinander. Ja, was soll man da groß sagen? Ein besonders schöner Morgen, ein besonders schöner Tag beginnt. Der Blick in die Berge, ganz vernachlässigt heute, da hängt eine Wolke ganz tief.
Und was mir gerade so eben auch einfällt, Kommentare, ob man hier mit Hund darf, hin darf. Nein, eigentlich nicht, an den Badestränden darf man nicht mit Hund. Das ist verboten. Ab und zu früh am Morgen oder am Abend sieht man die schon mal, aber offiziell ist es eben nicht erlaubt. Und ja, die Beispiele, die ich in der Realität bringe, die Mietobjekte, die sehe ich irgendwo im Netz. Das heißt, ich habe da so ein Computerprogramm, beziehungsweise ich kann das durch Stichpunkte rausfiltern und diese Anlagen, zum Beispiel Los Arcos, Sonora Golf, die sind da irgendwo als Mietobjekte vertreten, aber die einzelnen Sachen, Empfehlungen dafür, die kann ich nicht geben. Das ist dann, muss jeder selber raussuchen. Das würde zu weit führen. Da wäre ich nur noch damit beschäftigt. So, ja, irgendwann mal wird auch der Leuchtturm die Baustelle fertig werden. Ich bin ja gespannt, wie das dann da aussieht. Baustelle, der Turm, die Kappe, das Dach von unserem Faro. So, die Wolke, die verzieht sich auch langsam Richtung Berge. So, langsam wird es Zeit wieder zur Verabschiedung. Ich sage dann schon mal ganz vorsichtig, vielen Dank fürs mit dabei sein, für euer Interesse, fürs Teilen der Videos, fürs Abonnieren und fürs Weiterleiten. Und natürlich auch für die netten Kommentare und die Beantwortung und die Bitte, die kennt ihr, älteren Menschen vielleicht zu ermöglichen, diese Videos auch zu sehen, ein bisschen nachzuhelfen. Die vielleicht gar nicht mehr reisen können. Das ist doch immer wieder schön zu lesen, wenn das passiert. So, und mit diesem kleinen Rundblick möchte ich mich dann verabschieden. Ja, und sage dann ganz einfach bis später. Zur Realität oder zum nächsten Wettervideo. Oder vielleicht sehen wir uns ja heute Abend. Hasta luego.